Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der Wifi-Reihe. Und zwar habe ich heute ein neues Tankscript für euch. Und zwar Ox Fuel. Finde ich um einiges besser als dieses andere Script, was ich schon mal vorgestellt hatte. Und ja, ich würde sagen, wir fahren dann einfach mal tanken. Im Script selber können wir natürlich noch ein paar Optionen wählen, aber das zeige ich euch dann gleich. Zum Beispiel können wir hier auswählen, ob wir das Ganze mit dem Ochsauge haben wollen. Das können wir aber in der Config an- oder ausmachen. Und so sieht das Ganze so dann aus. Wir können jetzt hier den Tankvorgang starten. Und somit wurde das Geld jetzt auch schon abgezogen und unser Fahrzeug ist voll. Ich habe jetzt gerade kein HUD installiert, aber ich benutze das fast überall. Jetzt können wir natürlich noch einen Kanister kaufen und befüllen. Und somit haben wir jetzt auch einen Kanister. Und können das Fahrzeug jetzt dann auch wieder vollfüllen oder ein anderes. Und wir starten den Vorgang. So, und nun können wir auch gucken, wie viel Sprit wir jetzt noch drin haben und können das Ganze jetzt auch nochmal neu auffüllen. So, und nun haben wir keinen Kanister gekauft, sondern nur nachgefüllt. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen und einmal auspacken. Wenn wir das Ganze hier ausgepackt haben, dann müssen wir das Ganze, was hier vorne noch steht, also hier einfach alles entfernen. Es müsste dann nur noch Ox Fuel heißen, ja, Ox-Fuel. Und ja, wir gehen in den Resource-Ordner, wie eigentlich immer, und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir die Ressource weit unten starten. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Server-TFG und starten das Ganze weit unten, also unter Ox-Inventar, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und ja, hier müssen wir das Ganze jetzt nur noch starten, speichern und schließen. Somit haben wir das Script schon mal erfolgreich installiert. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch mal die Ressource an. Und zwar die config.lua. Hier spielt sich dann alles ab. Hier können wir zum Beispiel so das Ox-Target, also das mit dem Auge, Alt-Auge, können wir hier aktivieren oder halt nicht. Und hier können wir noch kleine Einstellungen machen, ob die Blitz und wie viel Tank verbraucht wird, wie lange das dauert, etc. pp. Ja, hier haben wir das Ganze mit dem Benzinkanister. Und hier können wir auch einstellen, wie teuer das Ganze ist. Und zum Nachfüllen, wie teuer das dann ist. Und so weiter und so fort. Ja, hier unten können wir natürlich noch Props hinzufügen. So, das heißt zum Beispiel wir nehmen einfach einen Prop und das ist ein Baum. Nun könnten wir dann an Bäume auch tanken, ja. Macht keinen Sinn, aber ist nur ein Beispiel. Gut, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr das Ganze auf Deutsch machen wollt, dann müsst ihr das Ganze hier einfach rauskopieren aus der Videobeschreibung. Und zwar, das setzt die Ox-Scripts komplett auf Deutsch. Und ja, das packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr einfach dann rauskopieren, einfügen, einfach in die Server-Safe gehen.
Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.